Wupp. Hi Leute, sorry, dass es schon so dunkel ist, das ist am Handy. Ganz schnell, wir sind wieder da, der Laptop funktioniert wieder. Es war ein Defekt. Es war kein Defekt, sondern er war doch einfach anscheinend durch zu viele Nutzung von Adaptern für die für die verschiedenen Steckdosen wird er anscheinend überladen und dann schaltet er sich einfach aus. Auf jeden Fall sind wir wieder da und ich hau jetzt noch ein Video aus Bali raus, weil die Aufnahmen cool sind, weil ich noch nicht viel darüber gehört habe vorher und es echt cool dort war. Es geht um Wasserfall. Und deswegen dachte ich, das Video muss auf jeden Fall noch sein. Und danach geht es weiter hier aus Australien. Also ja, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Video aus Australien. Ciao. Tschüss. Moin Leute, ohne das geht gar nichts gerade, aber jetzt könnt ihr mich schön sehen, das ist doch schön. Heute ist Tag Montag, irgendein Montag und wir haben gerade unser Gepäck da gelassen, also da wo wir gewohnt haben. Wir checken jetzt auch, haben ausgecheckt und da müssen wir noch bezahlen drüben, da wo die komische Weihnachtsmusik herkommt, glaube ich. Und dann fahren wir zum Alingaling. Und das ist ein Wasserfall. Und der ist so 3 Stunden von hier entfernt. Wahrscheinlich brauche ich nur 2, weil Elle sagte immer, ich soll mich beeilen und so. Deswegen fahre ich immer schneller. Und ja, der ist ziemlich cool, weil man kann von 15 Meter springen, von 16, 17 irgendwie. Also man kann von relativ hoch reinspringen. Es sind mehrere Wasserfälle. Und es ist noch so eine Natural Water Slide am Start. Und ich glaube, das wird richtig cool. Richtig? Richtig. Also würde ich sagen, schnell bezahlen, schnell was essen und dann los. Schick, oder? Wir haben jetzt hier noch mal kurz an dem See gehalten, weil wir gerade zufällig vorbeigefahren sind. Das sieht so nice aus. Ich glaube, das ist auch, wenn man bei Bali gegoogelt hat, dieser eine Tempel, der im Wasser steht auf so einem See, ich glaube, das ist hier sogar, ich bin mir sicher, da vorne sieht so aus wie so ein Tempel. Aber egal, es sieht einfach so episch aus und ich habe auch gerade versucht, noch ein paar geile Fotos zu machen, weil eben standen die Wolken noch komplett über den See rüber. Ich war ein bisschen zu langsam, aber hier mit dem Steg. So, könnt ihr euch vorstellen, sieht ganz nice aus. Manchmal sind Wolken noch nicht so schlecht, dann sieht alles noch epischer aus. Wenn hier jetzt so ein blauer Himmel wäre, dann würde es anders cool wahrscheinlich aussehen, aber so ziemlich nice. Also, bis gleich am Wasserfall, versprochen. Endlich da. Finally geschafft. War eigentlich ganz chillig die Fahrt hierher. Wir haben auch ein paar Mal angehalten, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber mit 3 Stunden kommt man. Ich glaube, man kann es auch in 2 schaffen. Und ja, sieht schon mal so fett hier aus, oder? I love it. Hier ist auch so eine, wie nennt man das, Flying Fox, wo man so quasi mit so einem Seil durch die Bäume schießen kann. Aber ich glaube, da gibt es geilere Orte, das zu machen. In Indien gab es auch 1, 2. Und ja, aber ich liebe diese Reisfelder und dann so diese Etagenweisen, das sieht so schön aus. Und ja, jetzt haben wir hier so einen Guide genommen.
Ob es nötig ist, werden wir sehen. Wir haben es einfach bezahlt, damit es schnell geht. Und ja, ich hatte auch vorher gelesen, dass man einen braucht, der einem dann quasi ja, zeigt, wo lang, wo man runterspringt und so weiter und so fort. Deswegen haben wir jetzt einfach einen bezahlt. Es kostet 125.000, haben wir pro Person Eintritt gezahlt. Also ist okay. Und ja, jetzt geht's ab. Hier ist schon mal Wasser. Juhu. Sieht ja cool aus. Okay. Also macht das mal was für die Bete sozusagen. Das ist vielleicht ein heiliger Ort. Sieht jedenfalls so aus. Ja, macht es, damit uns nichts passiert. Genau, damit uns nichts passiert. Deswegen liebe ich dieses Land. Die sind so süß. Und das ist alles so lieb und weiß ich nicht, diese kleinen Boxen, die sie dann immer dabei haben, Räucherstäbchen. Es ist so ruhig und ja, schön. Aber jetzt höre ich schon überkrank viel Wasser irgendwo runterballern. Also wir sind auf jeden Fall nah dran. Zieht euch rein. Wie schön er ist, oder? Ist schon ein geiler Wasserfall. Das ist der Erlinger Link. Von dem kann man nicht springen oder sonst was. Ist 35 Meter hoch. Und sieht einfach nur geil aus. Und jetzt gehen wir von hier noch ein Stückchen weiter, so 2-3 Minuten. Und da ist dann der andere Wasserfall. Und da sind dann Rutschen und Springen. Und nice. Aber der sieht richtig episch aus. Ich habe noch nie so einen schönen Wasserfall gesehen, muss ich sagen. Okay, man sieht nichts, es ist leider dunkel, es tut mir leid. Aber das ist die Wasserrutsche, richtig krass. Und ich würde sagen, wir legen los, wenn wir dann zurücknehmen und gewittern und irgendwann wird es zu krass. Switch zu GoPro. Auf geht's! Zieht euch mal rein, wie fett der ist.
Wow, einfach nur wow. Seht euch dieses Panorama an. Oh, es ist so schön, oder? Richtig geil. Wir haben jetzt hier durch unseren Guide dieses nette Unterkünftchen entdeckt. Ist über unserem normalen Budget, aber immer noch im Rahmen. Also kostet 300.000 die Nacht und für den Ausblick und für den Style hier lohnt es sich auf jeden Fall. Ist richtig schön. Und ja, nochmal zum Wasserfall, es war richtig geil, oder? Ja. Es hat so Bock gemacht. Das Coolste war der Regen. Das Coolste war der Regen, ja, wirklich. Es hat alles nochmal so viel geiler von der Atmosphäre gemacht. Und irgendwann war es dann einfach zu viel, dann wäre man, quasi wenn ich reingesprungen in den Wasserfall, wäre ich dann durch die Strömung mitgerissen worden und den nächsten einfach runter oder so. Deswegen mussten wir dann irgendwann aufhören. Ich wäre gerne noch öfter gesprungen. Aber so war es trotzdem cool. Und die Rutsche war auch richtig krass. Ja. Ich glaube, die war 12 Meter hoch, meinte er. Überkrass. Und Elle ist einfach runtergerutscht. Ja, ist einfach ich so dachte auch. Ich dachte eigentlich nicht. Es war so, wuhu! Ah, nee, hast du geschrien, ne? Doch, da habe ich geschrien. Ah, da hast du geschrien. Ich dachte eigentlich ja nicht, dass es so krass ist, aber es war doch irgendwie auch freier Fall, ne? Und ja. Dann so viel Wasser. Ich habe eigentlich nichts ja, gesehen, ich hab auch, aber... Ich habe auch gesehen, von gespürt. Unten habe ich versucht, dich zu filmen. Aber man sieht einfach nur so einen ganz kleinen grünen Punkt. Im Wasser so drin, also du bist vom Wasser umzingelt. Ja. Ach, und habt ihr gesehen, wie krass die Fett der Wasserfall am Ende war, ja. Wo wir runtergerutscht sind? Ich habe versucht, am Ende nochmal ein Video zu machen dass, oder ein Foto, dass man einen Vergleich hat. Ich weiß, wenn es ein geiler Vergleich da ist, blende ich es mal ein. Aber es ist so ein krasser Unterschied gewesen zu vorher und nachher. Ja. Richtig heftig. Am Anfang war es so ein kleines Ding. Ja, und jetzt war es 1-1 einfach. Überkrass, aber es hat auch echt ordentlich geregnet. Ja. Ansonsten, wenn ihr in Bali seid, würde ich sagen, ist eine geile Alternative zu U-Boot hier, oder? Also es sind, auch wenn man da vorne rausguckt. Ach ja, du warst noch nie da. Okay, ich sag's dann. Also wie ihr seht, Reisfelder am Start. Und man kann natürlich auch noch tiefer reingehen und so. Es gibt richtig viele Erdbeeren und hier. Ich war schon in U-Boot und in U-Boot ist halt touristisch Nummer 1. Und es gibt viele Erdbeeren hier, richtig cool. Erdbeeren, ich liebe Erdbeeren. Vielleicht wollen wir uns noch mal welche. Erdbeertime. Ja. Voll komisch und eigentlich. Weil es so dolle regnet, weil eigentlich sind ja, doch stimmt. Erdbeeren, oder? Ja, die sind doch. Wenn es in Deutschland ganz doll regnet, dann sagt man immer, ja, die sind nicht so süß, weil es so viel regnet. Echt? Die sind wässrig. Da käme ich nicht aus, muss meine Oma mal kommentieren. Ja. Die baut jedes Jahr Erdbeeren an, im Garde. Im Garde. Ich bin zwar nicht aus Stuttgart, aber ich sag trotzdem Garde. Du, Garde heißt Garde. Es. Nicht Garten. Okay, Garde. Ich kann es gar nicht so sagen. Im Garde. Garde. Im Garde. Hayage, im Garde. Also, was könnte man sagen? Fazit. Fazit, übergeil lohnt sich. Und selbst wenn man nicht auf Action-Maction steht, Wasserfall ist cool anzugucken, ja. Da rumzulaufen ist cool anzugucken, man kann auch in den Reisfeldern mehr rumlaufen und so ein Shit. Guck mal, hier also fließt lohnt Wasser, sich mir hierher zu kommen. Hier fließt überall Wasser, ja wirklich. Und es ist echt schön hier. Ja. Auch die Seen hier auf dem Weg hierher, habt ihr gesehen, auch mega cool. Richtig nice. Und es ist gar nicht weit und wir sind einmal komplett durch Bali durch quasi. Wir sind jetzt ganz im Norden fast und es hat höchstens 3 Stunden gedauert. Mit anhalten, also. Also, ich muss sagen, super Sache. Aber okay. Ja. Ja. Okay. Gut. Genug gequatscht. Ja. Wie immer. Also, geil. Kommt hierher, geil. Es alles ist geil. So geil. Achso, ja, vielleicht geht's halt noch weiter. Weiß ich nicht. Vielleicht noch nicht. Nee, hör auf. Das will ich. Ich würde schon mal gucken. Ja, gucken wir mal. Also, wenn nicht, dann ist das hier das Ende. Wenn nicht, dann schneide ich das raus. Also bis gleich oder bis zum nächsten Video. Tschüss. Ahoi.